EU-Parlamentsskandal und die Marokko-Connection. Der Fokus liegt auf Rabat in einer sich ausweitenden Korruptionsuntersuchung. Panzeri, Atmoun und Georgi, das explosive Trio im Zentrum des EU-Parlamentsskandals und die Marokko-Connection. Die Verbindung zu Marokko: im Jahr 2014 überreichte König Mohammed VI. Von Marokko und einem großen purpurroten Regenschirm königliche Wissam-Ehrungen für Verdienste um das Königreich. Inmitten eines Korruptionsskandals in Brüssel sind zwei Namen aus der Liste der Geehrten von besonderem Interesse: Pier Antonio Panzeri, ein früherer italienischer EU-Abgeordneter und Leiter der Maghreb-Delegation, Zou Abderrahim Atmoun, Mitvorsitzender des EU-Marokko-Gemeinsamen Parlamentarischen Ausschusses. Atmoun, der nun als marokkanischer Botschafter in Warschau tätig ist, hat stolz Fotos von der Zeremonie mit dem König und anderen Bildern, die seine enge Verbindung mit Panzeri dokumentieren, auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Er bezeichnet Panzeri öffentlich als seinen Freund und die Verbindung reicht bis ins Jahr 2011 zurück. In späteren Fotos sind sie oft in Begleitung eines jungen rothaarigen Parlamentsberaters Francesco Georgi zu sehen. Königliche Ehrung und dunkle Geheimnisse. Im Jahr 2022 sind die drei Männer inmitten der größten Krise verstrickt, die die Europäische Union seit fast 25 Jahren erschüttert hat. Belgien untersucht, ob Katar und Marokko Einfluss im Europäischen Parlament gewonnen haben. Panzeri und Georgi befinden sich zusammen mit Panzeris Lebensgefährtin, der ehemaligen Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Eva Kaili, im Gefängnis oder im Hausarrest und müssen sich vorläufigen Korruptionsanklagen stellen. Der belgische Auslieferungshaftbefehl für Panzeris Frau und Tochter nennt Atmoun ausdrücklich in Verbindung mit der Übergabe von Geschenken. Als Panzeri erstmals mit Rabat in Kontakt kam, wurde er in einem internen Dokument der marokkanischen Regierung von 2011, das Politico einsehen konnte, als möglicher einflussreicher Verbündeter oder bedeutender Gegner eingestuft. Verflechtungen und Intrigen. Die Anwälte der Beschuldigten haben eine Stellungnahme abgelehnt und die marokkanische Botschaft in Warschau und Brüssel reagieren nicht auf Anfragen. Panzeris Frau und Tochter bestreiten jegliches Fehlverhalten. Der belgische Justizminister Vincent van Quickenborn deutete kürzlich vor dem nationalen Parlament an, dass Marokko in die laufenden Untersuchungen verwickelt sein könnte. Van Quickenborn merkte an, dass die belgische Untersuchung verschiedene Themen abdeckt, einschließlich Fischereirechte. Fischerei ist ein heikles Thema für Länder wie Frankreich, Spanien und Italien, aber auch für Marokko aufgrund des umstrittenen Gebietes der Westsahara, das sowohl von Rabat als auch von einer Unabhängigkeitsbewegung vertreten durch die Polisario-Front beansprucht wird. Marokko hat darauf bestanden, dass in den Gewässern vor der Westsahara gefangener Fisch in die Handelsabkommen des Landes mit der EU einbezogen wird, um Rabats territorialen Anspruch zu stärken. Schön, dass Sie dabei waren. Wir bleiben am Ball für Sie. Da gibt es bestimmt noch spannende Sachen zu berichten. Im größten Korruptionsskandal, den die EU erschüttert, der geht in den deutschen Medien ein bisschen unter. Ja, über ein Like, einen Kommentar, wie sehen Sie das? Ist es nicht eine riesengroße Katastrophe, dass EU-Abgeordnete, die schon überdurchschnittlich viel verdienen und steuerfrei verdienen, sich auch noch bestechen lassen, wahrscheinlich eventuell? Ja, da würde mich Ihre Meinung sehr interessieren. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen, das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Bleiben Sie mir gewogen, Dankeschön, bleiben Sie gesund und erfolgreich, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.